6. Juni 2020. Wie heißt du und kannst du dich kurz vorstellen? Hi, ich bin Jule, 26 und wohne jetzt schon seit Anfang des Jahres in Mariendorf. Aber ich war schon ja, öfter von Bayern nach Berlin geflohen, so seitdem ich 17 bin ungefähr. Und ja, bin im Biotechnologie-Bachelor gerade. Und naja, beziehe gerade ALG 2, weil ich sehr lange ohne festen Wohnsitz war. So. Okay, und was hast du in den letzten Monaten gemacht, seit Beginn der Bekämpfung des Coronavirus, seit dem Lockdown? Wie hast du die Zeit erlebt? Was hast du gemacht? Wie hast du dich gefühlt? Wann waren denn die offiziellen Einschränkungen? Ich glaube 17., 19.3. oder so, seitdem geht das Mitte ja. März. Ja, ich war weiter arbeitslos und ich wohne zum Glück alleine. Deswegen hat sich bei mir häuslich jetzt nicht so irgendwie Knatsch oder sowas eingestellt, was man von den anderen so ein bisschen mitbekommt. Ja, und habe relativ schnell versucht, mich mit Menschen zu connecten, die sich nicht so haben einfach abspeisen lassen mit der ganz klaren Einschränkung des Grundgesetzes der Versammlungsfreiheit. Und es hat mir überhaupt nicht gepasst, dass man dann nicht gefragt wird von Anfang an. So, ja, und das habe ich seitdem gemacht und in meiner Wohnung rumgebastelt. Und warst du auf Demonstration? Ja, ich war so auf der vierten beim Rosa-Luxemburg-Platz, weil ich es mir auch mal angucken wollte und die Zeitung holen wollte, so. Ja, und jetzt eben heute zwischen Brandenburger Tor und Siegessäule und in extremer, verwirrter Grundstimmung. Okay, weshalb bist du verwirrt? Naja, also man steigt aus der U-Bahn, merkt, es fahren keine Busse mehr, deswegen bin ich, eigentlich wollte ich ja nur zur Siegessäule, vom Brandenburger Tor aus hergelaufen, also in der Mitte. Am Brandenburger Tor sind Faschisten oder Menschen, die auf jeden Fall, die man als rechts bezeichnen würde, so 5 Stück. Dann kommt eine große Ansprachsgrätschung mit Bannern, Hände weg von Venezuela, was wieder ganz gut ist. Und dann kommen Musiker für Moria, die Spenden erspielen wollen. Und dann geht man weiter und will eigentlich zu den Demokraten und hört auf dem Weg, dass dieser komische, weiß ich nicht, Faschist gesprochen hat, der auch so eine Internetseite hat. Wie nennt man den nochmal? Volkslehrer. Ja, genau, dass der auch geredet hat und sitzt jetzt mittendrin und ach so, und ein Demozug von so ungefähr 30 Leuten habe ich auch gesehen von, ich würde mal sagen, sehr deutschlandbegeisterten Menschen, also so viele Deutschlandfahren, wie das so da waren, würde ich mal sagen. Aber ich habe keinen Namen von einem Verein gesehen oder so. Oder von einer Partei. Ja. Und deswegen weiß man nicht, wo man hin soll, wenn man demokratisch interessiert ist. Also die Rechten haben übernommen. Oh, übernommen, weiß ich nicht. Aber sie sind auf jeden Fall da und halt mittendrin. Es gibt halt keine örtliche Abgrenzung von Veranstaltungen, habe ich so das Gefühl. Ja, die stehen halt alle am selben Fleck. So. Und deswegen ist es verwirrend. Wäre vielleicht mal, ja, ich weiß nicht, was denn eine Lösungsmöglichkeit ist. Ja, ich kann das im Übrigen bestätigen, Jule. Ich habe am Brandenburger Tor auch Rechte bis richtig Rechte, also Nazis gesehen, mit zumindest die vom Äußeren her so aussahen, also mit diesen Tätowierungen und Symbolen, ja, verfassungsfeindliche Symbole am Ja. Brandenburger Tor. Und hier eben jetzt Nikolai Lehrling. Es geht gar nicht. Und das ist auch, davon wird sich diese sogenannte Großdemonstration, wie sie angekündigt war, Ja. Oh. ja, auch nicht politisch von erholen können. Das ist jetzt verbrannt, der Drops ist gelutscht, die Sache ist vorbei, meiner Meinung nach, weil man hätte einfach Nerling, der wirklich sich mehrfach, Nering, der sich Der mehrfach Volkslehrer. antisemitisch geäußert hat,
demokratischer Abstimmung vom Publikum auf die Bühne gehen durfte, anscheinend. Der dem Hörensagen nach, nach demokratischer Abstimmung auf die Bühne gehen durfte. Das war heute ein Skandal. Muss ich ganz ehrlich sagen. Für mich ist das ein handfester Skandal, dass Nikolai Nehrling dort gesprochen hat. Das ist ein Ausschlusskriterium. Damit ist für mich die Bewegung politisch tot. Ja, das, was die Mainstream-Medien die ganze Zeit erfunden haben, dass das Nazis sind, haben sie mit diesem Zulassen von diesem Redner so befeuert und bestätigt. Das heißt, alles, was bisher jetzt da so induziert ist in den Köpfen der Leuten, ja, jetzt haben wir erstmal schon ganz schön verkackt. So fühlt sich das an. Ja. Und so sieht auch jemand aus, der ebenfalls raus ist. Zitat Florian Daniel, ich weiß nicht, ob ich das leaken darf. Ich bin raus. Darf ich das Zitat leaken? Jetzt ist es ja schon, es ist ja noch nicht hochgeladen. Er hat, glaube ich, nicht gehört. Flo? Okay, er ist nicht da. Er hat weder sein Zitat bestätigt noch dementiert. Ich bin auch raus. Ich bin auch raus. Ich gehe da auch nicht hin. Ich gehe da nicht hin. Ich fand es jetzt auch nicht passend, Xavier Naidoo zu singen, weil man genau weiß, in welchem Kontext Xavier Naidoo in letzter Zeit aufgetreten ist. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Und das in Verbindung mit dem Auftritt des Volksheeres ist eine schlechte Kombination und ein schlechtes Signal. Warum? Xavier ist ja wohl als Nordafrikaner auch ein totaler Nala-Nazi. Ist doch klar. Ist selbstverständlich. Und die Söhne Mannheims sind auch alles Nazis. Ich habe mal ein Foto von dem gesehen. Und ja, Rosa Parks war voll der Faschist. Genau. Alter. Rosa Parks. Wir sitzen im Bus der Leben. Du setzt dich doch dazu. Pass auf. Und hier ganz wichtig, bitte. Es geht mir nicht darum, was er ist, was er nicht ist, wie er aussieht, wie er nicht aussieht, sondern in welchem Umfeld er sich in der letzten Zeit bewegt hat. Sag doch mal ein, zwei Sätze dazu. Ich kenne den, ich weiß das nicht, was Jürgen er gemacht Elsässer, hat. Elsässer, kompakt. Ja, wenn er sonst nirgendwo gehört wird. Aber es kommt. Schuld. Es geht nicht um Kontaktschuld. Ja, Oliver Janich und sowas. Es geht mir doch nicht um Kontaktschuld. Nicht, auf so eine billige Ebene begebe ich mich doch gar nicht, sondern ich kann ihn jetzt nur nicht zitieren, weil ich es nicht im Kopf richtig zitieren kann. Adrenochrom war das letzte Mal, womit er sich gemeldet hat. Adrenochrom. Okay, reden wir über den Volkslehrer, haben wir auch schon. Das ist doch Grund genug, hier raus zu sein. Ja, oder hier nicht mehr hinzugehen. Und es ist für mich einfach auch nicht das, was sich mir dargeboten hat, als das, was es angekündigt war. Nämlich Freedom Parade, Captain Future, Michael, Corona-Rebellen, Max, KDW, Anni. Also das, was hier war, hat für mich nicht zusammengepasst mit dem, als was es angekündigt war. Dass das... Abgesehen davon, dass es auch nicht groß war. Also es war nicht groß. Also trifft der Name Großdemonstration schon mal nicht zu. Ja, das ist vielleicht das Wunschdenken. Die Funktionäre, das müssen wir gleich mal durch. Unfassbar talentierten Mr. Ripley. Hattest du nicht noch eine Ausgabe? Ja, ich verliere den Faden. Das ist aber eine ganz andere Ausgabe. Was guckst du mich so an? Ich überlege, wie man den Faden wieder aufrollen kann, aufnehmen kann. Hä? Digi, das ist doch eine ganz andere Ausgabe. Hä? Echt jetzt? Das ist am 30. Mai die Ausgabe. Oh, dann haben sie es doch nicht verteilt. Fisch kaufen gehen. Aber ja, die wurde ja verteilt, die wurde ja verteilt, ja. Ja, dann haben sie es ja doch nicht mit dem Gerät verteilt. Nein, das war vielleicht... Der einzige Stapel alter Ausgaben, der im Taxi war. Ansonsten waren das alles die. Dann habe ich halt einfach
den einzigen falschen Stapel rausgegriffen. Hast du das auf Video? Ja. Okay. Okay, wollen wir einen Cut machen?